Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Warum kannst du das und ich nicht? Ich glaube, ich habe mehr Fußballspiele geguckt als du in meinem Leben. To me it looks like a pathway between two worlds. There, a world of living and here, is a world of the dead. Wir kommen hier runter, nehmen die verwelkten Blumen weg, manchmal auch eine Pizzaschachtel. Zwei, drei Tage später, wieder da. Man ist halt hier und man freut sich an den Blumen und man freut sich an den netten Kolleginnen und es ist einfach alles wunderbar. Ja, an die Geschichte denkt man hier weniger. Nee, man ist ein Augenblick, also hier. Was ist denn Auseinandersetzung mit der Geschichte anderes? Ich füge immer wieder neu zusammen. Geschichte ist ja nichts Objektives. Alle deine Großeltern sind Holocaust-Überlebende. Es war ein Teil unseres Lebens. Aber du wärst gar nicht da gewesen. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht da gewesen. Oder? Nicht in Sachsenhausen. Ich wäre in Ravensbrück gewesen. Nee, du wärst in Auschwitz gewesen. Und erst heute fällt mir auf, warum ich überall in meinem ganzen Haus immer Licht zu brennen habe. Ne? Ich kann im Dunkeln nicht aushalten. Es gibt keinen Raum in meinem Haus, wo kein Licht brennt. Es gibt ja Orte in Berlin, die mich genau wie dich an den Holocaust erinnern. Was für eine große Rolle das nicht nur spielt, wenn du deiner Oma redest, sondern dass das jeden Tag da ist. Dieser Link, oder das sind ja wie so kleine Fäden, man die täglich ziehen kann. Das richtige Judentum, das Jiddische, das, dieses Wärme, was wir eben mit ein jüdisches Zuhause verbinden, das haben wir erst hier gelernt.